Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir nehmen dann gleich hier aus Gilde Nummer 1. Es ist mal wieder Rumble-Zeit, Leute. It's time to rumble. Jo, dann würde ich mal sagen, legen wir doch einfach mal los. So. Ah, das Ganze laggt wieder ohne Ende. So, 10 Matches gegen die Pod of Wales um den Einzug in die Top 100. 42 von denen haben bis jetzt gekämpft. Bei uns sind es aktuell 46. Und jo. Dann mache ich jetzt auch mal meine Kämpfe, um das Ding hier zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Gut, das gewinnen wir, so wie es aussieht. Sowieso gegen Wild Rose von den Pod of Wales. Ja, leider ist natürlich jetzt hier noch etwas Ungünstiges passiert. Die Educated. Der Educated Buff ist weg. Educated. War so mit eins meiner Lieblinge gewesen. Bisschen gefrustet jetzt, aber gut, was willst du machen? Es ist nun mal so. Dafür ist aber der Swole Club wieder da. Und das ist natürlich mega nice. Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Jetzt aktuell wegen einem Mythic Zoidberg. Also mega geil. Bestimmt cool werden. Wild Rose. Lass mal überlegen. Die wird mir, so wie es aussieht, hier tatsächlich noch wegfliegen. Wenn ich aber hier die. Na, machen wir mal hier die Oktoberfest-Lila noch mit hinzu. Dann fliegt die eine Karte wahrscheinlich weg. Die andere heilt sich wenigstens noch ganz. Kommen wir jetzt auf 90. So, nächstes Match. Wild Rose. So, jetzt kämpfen wir gegen. Na komm schon. Who is the next? Who wants to be the next one? Bcam 92. So, fangen wir mal. Ja, das ist halt jetzt echt ärgerlich, ne? Dass wir das jetzt nicht mehr Bending School. Aber so würde ich den sogar auch noch wegballern. Ja. Nein! Reicht nicht ganz. Okay, aber jetzt heile ich ihn wieder. Mit Mr. Deliver. Wird jetzt hier gleich das ganze Feld frei werden. So, und Bcam 92. Das sollte fast eine glatte 100. Das wird eine glatte 100 werden. Jawohl! 100, Baby. Let's get this party started. Okay. Schauen wir mal, wer unser nächster Gegner wird. Bin schon mega gespannt jetzt hier. So, 38, 9, 2, 5. Und Wurf 13 von Pod of Wales. Jo, der Gaga-Ball ist natürlich eine geile Sache, ne? Zumindest jetzt momentan, solange wir den Sportbuff haben, dann spielen wir den doch auch mal. Den Gaga-Ball. Und jetzt noch den Roger. Ja, der Irek Lobster ist die eine Sache, ne? 23, 46, 51, 61 Schaden auf die Golfer Amy. Bam. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Wurf 13 bezwungen. Jawohl. Jungen. Mit einer 93. Und weiter geht's.
sind knapp 7000 jetzt Unterschied. Das ist ein bisschen ja schwedisch, oder? Das wären wenigstens. Na gut, ich hätte den. Ja, das passt doch erstmal. Wow. 38, erstmal den da. Und jetzt hätten wir da oben 45. Aber jetzt spielen wir die Lila. Und damit haben wir 48 Schaden. Und jetzt haben wir sogar 59 Schaden auf der 1. Und das wird eine glatte 100 werden, Baby. Eine glatte 100. Schubidubidu. Gegen JRN 920 von den Port of Wales. Goodbye, my friend. You are defeated. Okay. Nehmen wir uns den nächsten Mal vor. Gucken. Sechs Stück haben wir noch. Six to go. Gegen Jessie. Jessie. Ja gut, ist jetzt natürlich, ich könnte mal. Ich fange mal mit dem normalen Roger an. Gucken wir mal, ob da noch eine Sportkarte für die Kombos kommt oder nicht. Hätten wir wieder den Mr. Deliver. Mr. Deliver, den spiele ich jetzt auch. Ist echt cool, ist nice. Und dann, das mache ich nicht beim Bob, dann nehme ich lieber den Badminton-Rutscher und verheiz den dafür. Und dafür spiele ich dann nebendran den Devil Bobby. Ist auch, naja, gut. Ich würde es auch ein bisschen anders der Ehe gewünscht, aber na komm. Devil Bobby. Und jetzt lassen wir das Rennen hier. Lassen wir ein Rennen. Der Mr. Deliver hat da jetzt in der Mitte mal so schön aufgeräumt. Und ah, jetzt haben wir Bömmchen. Bombe nach links, Bombe nach rechts. Noch mehr Bomben, 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 Bomben. Und 95. Weiter geht's. So. Wie schaut's aus? Noch 5 Matches. 39, 2, 13. Boah, das sieht doch solide mal aus hier, denke ich mal sagen, oder? Schau wieder Wurf 13. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz, weil das war der gewesen, der mir jetzt da vorhin so relativ viele Punkte abgenommen hat. Da glaube ich, war das, oder? War das nicht der? So, 35. Das reicht nicht ganz. Er kommt schon wieder mit so einem Case da. Guckt's euch an. Kommt schon wieder mit so einem Quatsch hier. Ah, nackt Seil ziehen. Ich könnte gerade aus der Haut fahren. Da könnte ich gerade verrückt werden. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Was mache ich denn jetzt hier? Jetzt mache ich Terrestrial Cycling in der Hoffnung, dass ich den da aber irgendwie scheiße. Das Match gegen Wurf 13 werde ich jetzt verlieren wegen einem blöden Nacktseilziehen. Ich krieg ja wohl echt zu viel hier. Wollte mich hier veräppeln oder was? Gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. Verdammt! Das kann ich aufgeben. Komm, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Alles klar, Kapitulation. Geh fort, Mann. Scheiße, Wurf 13, ey. Irgendwie habe ich es im Gefühl gehabt, das wird wie der Schrott mit dem. Naja, gut. Von 50 Leuten muss ich den das zweite Mal treffen. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine Güte, ey. Machst nur 10 Matches, ja, und zweimal den gleichen. Jetzt haben wir den Grobog. Das sieht jetzt immer ganz so stark aus, der Grobog. Da habe ich dann auch gleich die schlimme Tina am Start. Die macht den Grobog da jetzt sowieso gleich mal weg. Hier vorne den Grobog von dem Port of Wales. Ah. Nö, 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 nö. Machen wir hier den Bob.
Dann punchen wir noch ein bisschen was nach vorne. Und das machen wir mal hier so. Das sind 20 Punch nach vorne mit dem Bandit Bob. Was soll da jetzt noch großartig passieren? Jetzt haben wir hier 49. Das ist alles gut, alles gut. So, das ist eine glatte 100 dafür jetzt nochmal. Bisschen ärgerlich, dass ich gegen diesen Wurf 13. Gott verdammt nochmal verloren habe. Scharrott. Na gut, macht nichts. Ja, oder sind über 7000 Unterschied, da passiert nichts mehr. Das kriege die nicht mehr hin. Wir haben 42 Leute gehabt. Passiert nichts mehr. Hier haben wir jetzt Captain, das ist auch nicht schlecht. Aber hier hätte ich 41 oder ich könnte vorne auch hier. Jetzt gucke mal erst mal, was da kommt. Da kommt ein Bob. Und der kommt mit einem normalen Bob. Das ist ziemlich veräppelt. Du kommst mit einem normalen Bob. Jetzt, hier willst du mir erzählen, dass du jetzt mit einem normalen Bob. Ja gut, ich meine, nee, ich mache das jetzt so, da habe ich 41 Schaden, dann benutze ich den Eugene Belcher. Jetzt habe ich 51 Schaden. Und es reicht nicht. Ei, Scheiße. So, okay, jetzt haben wir den Eugene Belcher. Aber der vorne müsste sich jetzt eigentlich mal wieder heilen, oder? Bin ich jetzt total verkehrt? Der Barkov da, warte mal, jetzt haben wir ihn geheilt, jetzt sind wir auf 100. Da ist die 100. Die 100, die ich dringend brauche, um den Fehler von vorhin so busy wieder auszubügeln. Gut. Noch zwei. No, die kämpfen auch nochmal, die Pot of Bales. Die kämpfen auch nochmal. Hier, die wollen nochmal. Die gäbe sich nicht geschlagen, die Jungs. So leicht geben die nicht auf, so wie es aussieht hier. Okay. Alles klar, mein Freund. Alles klar. Na gut, da haben wir den Eugene Belcher wieder. Und mit dem Eugene Belcher spielen wir jetzt hier den Diorama Jean. Diesmal habe ich es mal richtig gesagt. Und dann haben wir die Furzschule für Hochbegabte, Fahrt School for the Gifted. Na komm, den Baum. Den Baum. Nur zum Eilen ein bisschen. Da passiert jetzt sowieso nichts mehr bei Ray L199. Nochmal eine glatte 100. Ja, Mann. Jägidi-jäg. Bum, bum, bum. Okay, also hier haben wir eine glatte 100 geholt und das sieht stark danach aus, als würde mir das Spiel gleich abschmieren, oder? Hab ich das jetzt falsch? Nee, schmiert mir nicht ab, alles klar. Oder, nee, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Gegen die Port of Wales. Und das Ding soll da eigentlich durch sein. Bin ich still. JRN 920. So, jetzt lassen wir mal überlegen. Jetzt lassen wir mal überlegen. Machen wir hier mal. So, jetzt haben wir erstmal nur 17 davon. Ja, das ist jetzt nicht gerade wirklich prickelnd. Gell? Dann machen wir hier den Eugene Belger. Da haben wir 23. Und weg ist er. Mir ist jetzt doch relativ ungünstig gelaufen. Ne? Na, meine Gaga-Ball. Der sollte ja etwas stärker dann sein als der Bandit Bob. So, jetzt machen wir mal hier den Irak Lobster. Den kann er von mir aus wieder wegballern. Ist mir auch wurscht. Was er auch tut. Damit habe ich ja schon gerechnet. Aber ich habe ja immer noch den Gaga-Ball. Und irgendwann wird er doch mal den Bandit Bob da vorne. Jetzt muss ich auch noch hier die Battle Axe Peggy blocken. Wobei. Wie man sieht, der Gagaball hat es alleine gedreht, gerobbt. Es ja, ist vieles nicht mehr bei rausgekommen. 63 noch. Scheiße. Na gut, okay. Aber wir haben es geschafft. Das Ding ist gerockt. Man. So, jetzt gucken wir mal. Kommen wir auf 39,585 gegen 32,780. Noch 21 Minuten zu spielen, wie gesagt. Bei denen hier 42. 42 und bei uns fangen wir mal an. Der Chris 88, der Franken, sie. Abdam.
Schöne Grüße nach Hessen. Dietronic, Bounty, Big Big, Nero, Krankos, Topdas, Eat Fresh Food, Krabby, Oli Z, Teklis, Dennis, Junkhead, Reverend, Kings, der Pate, Brownie, Tomek SR, Strommi, Robert, Mimo, Gamer Guy, Ricky, Spanish Crow, Gecko Moria, Hatzela, der Michael. Grr. 10 Punkte Unterschied zu mir. Ja. Sonja, 28, Tularis, Danny, Ansgar, Fatburger, Ulrike K., Barney, Henny, Thomas, Cookie, Marlene, Poker, Stars, Paolo, Jojo, Apokalyptika, Max und Donkel Funken. Sind wir auf 47 gekommen. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown. Mit mir dann gleich, macht's gut, bis dann und tschüss.